Heute stelle ich euch mal mein Inlay von Terraforming Mars vor. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Heute stelle ich euch mal das Inlay von Terraforming Mars vor, von LaserWorks, welches ich besitze. Das heißt, ihr wisst ja, Terraforming Mars zählt zu meinen Lieblingsspielen. Da gibt es schon etliche Videos mit Erweiterungen. Also Schwerkraft-Videos gibt es durchaus sehr viele hier auf dem Kanal. Es gibt aber auch Videos mit Spielen, die mir nicht so gut gefallen. Das nur beiläufig als Hinweis, weil der eine oder andere denkt oder glaubt in dem Fall, dass ich alle Schwerkraft-Spiele sehr gut finde. Nein, das ist nicht der Fall. Und das sage ich auch in den entsprechenden Videos, und die, wo die Spiele kennen bzw. Videos geschaut haben, die wissen das auch. So, jetzt aber in dem Fall geht es um LaserWorks, in dem Fall ein Inlay zu Terraforming Mars. Ich habe übrigens das von Gloomhaven noch oben stehen, das habe ich mir in Essen auf der Spielemesse dort gekauft, vorbestellt in dem Fall. Aber ich habe gedacht, in dem Video stelle ich mal mein Lieblingsspiel vor, wenn es um Vielspielerspiele geht. Zählt auf jeden Fall zu den Top-Spielen, so muss ich sagen. Und das ist in dem Fall das Inlay von LaserWorks. Und im Hintergrund seht ihr jetzt schon ein bisschen, wie das Ganze zusammengebastelt wird, wie das entsprechend ankommt, dieser Terraforming-Toolbox, ja, mit diesen Plänen in dem Fall, wo man teilweise was zusammenkleben kann, muss. Ja, das bleibt euch überlassen. Es wird auf jeden Fall angegeben, und da war auch ein Kleber dabei, sodass man so mit Leim, in dem Fall, ihr könnt auch anderen Kleber verwenden, das sehr gut in dem Fall zusammenfügen kann. Das Ganze sind so dünne Holzelemente, wie ihr jetzt auch hier im Hintergrund dann seht, welche sich spielend leicht zusammen befestigen lässt. Das zumindest bei Terraforming Mars, weil ich habe, glaube ich, noch das eine oder andere, was ich euch vorstellen will. Da war ich ganz anderer Meinung. Aber hier in dem Fall sieht es wirklich gut aus, weil das Gute, ja, ich habe euch schon die Erweiterung vorgestellt, aber hier bekomme ich tatsächlich noch die eine oder andere Erweiterung mit rein. In dem Fall Hellas Elysium habe ich euch ja auch vorgestellt, und so sieht das Ganze aus. Hat natürlich durchaus seinen Preis, hat allerdings noch Fächer für die Promos, Erweiterungen oder sonst was, in dem Fall könnt ihr auf jeden Fall noch dazu ergänzen. Das Tolle hier in dem Fall ist, die Karten passen auch mit Sleeves sehr gut rein. In dem Fall, das war auf jeden Fall das Argument, und die haben noch sehr viel Luft in dem Fall. Also manchmal sortiere ich sie ja separat ein. Ich habe es jetzt einfach nach der letzten Partie so gelassen, und ihr könnt einfach hier die Fächer herausmachen. Das passt eigentlich fast wie angegossen hier in dieser Box dann rein. Das heißt, hier habt ihr die ganzen Elemente, und ihr könnt ihr einfach hier rausmachen und vor euch abstellen. Das funktioniert super, wie jetzt die einzelnen Spielerfarben, die man jetzt denn hier hat. Das heißt, die könnt ihr dann direkt dem einzelnen Spieler vor sich legen, was natürlich ganz cool ist, sodass man recht schnell beginnen kann. Die einzelnen Chips, die sieht man hier natürlich auch ganz cool. Und das ist übrigens, das ist gut, dass mir das jetzt gerade einfällt, der einzige Bereich, den ich beklebt habe. Weil hier, das nimmt man auseinander und legt es dann einfach vor dem Spielertableau dann ab. Und diese drei Scheiben hier, wo da hinten dran sind, die habe ich beklebt. Die sind auch angegeben. Und weil man das so aufstellt und das natürlich auch mit dem LaserWorks-Symbol dann wieder zumacht. Das ist gut gemacht, und das ist das Einzige, wo ich beklebt habe. Hier. Und deswegen gibt es, glaube ich, noch eine Ergänzung mit einem anderen Spiel, wo mir das nicht so gut gefallen hat. Aber hier habe ich nichts geklebt, weil teilweise ist es eine Sauerei, ist aber Kleber dabei. Und ich bin jetzt kein Mann vom Fach, der sich damit gut auskennt. Ich habe es relativ zügig in 30, 40 Minuten, so lange habe ich gebraucht, glaube ich, bis ich es zusammengeklebt habe, und dann hat man alles vor sich. Man hat natürlich Platz noch für die einzelnen oder anderen Add-ons, sofern man die besitzt. Da gehen die Geschmäcker auseinander, wie jetzt Promos und andere Bereiche auch. Andere wollen sie unbedingt dazu, andere sagen, ich kann auch gern drauf verzichten. Da hat jeder ja seine eigene Meinung, auch absolut kein Problem. Aber hier lässt sich wirklich alles sehr schön rausholen. Die Karten könnt ihr hier drin lassen, das einzelne Tableau holt hier raus, und habt ihr alles sehr übersichtlich und das Ganze perfekt angepasst hier auf diese Box, sodass wirklich auch die Schachtel komplett wieder schließt, weil es ein absoluter Pluspunkt ist.
stellt sich natürlich abschließend die Frage, braucht man hier unbedingt so eine Box in dem Fall mit Holzmaterial? Hat natürlich auch ein Gewicht, auch von der Lagerung müsst ihr natürlich schauen, wie ihr das Ganze lagert. Das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Der Preis hat natürlich schon aus, ja, geht schon 30, 40 Euro, je nachdem höher, je nach Spiel. Ich schaue zu der Gloomhaven, 50 Euro, glaube ich, habe ich damals bezahlt. Schwankt natürlich sehr stark, beziehungsweise ist durchaus hoch. Und das muss euch natürlich das Spiel wert sein. Nicht jedes Spiel hat ein Inlay, manche haben ein Inlay, das kann man gleich vergessen, das kann man gleich wegschmeißen, oder viele Spieler haben unendlich viele Zipptüten. Es hängt immer davon ab, ob euch das Spiel gefällt und ihr wollt es in gewisser Form aufwerten. Da habt ihr hier die Möglichkeit von Laserworks als Beispiel das Ganze aufzuwerten. Es gibt natürlich noch andere Sortimente, aber das habe ich und das wollte ich euch hier an dieser Stelle zeigen, weil gerade bei den Spielen, wo ich oft spiele, Caverna, glaube ich, zeige ich euch noch, weil da habe ich eine ganz andere Meinung zum Laserworks Inlay. Da geht es in eine ganz andere Richtung, teilweise zumindest. Das wäre das Spiel auf. Und gerade wenn man solche Spiele gern spielt, da bin ich stehen geblieben, dann ist es schon eine Investition, die man dann gerne leistet, weil der Aufbau geht einfacher und das sieht einfach edler aus. Auf dem Tisch in dem Fall, ja, und Tische gibt es natürlich auch edle Tische mit Bling Bling und sonstigem, bleibt auch jedem selbst überlassen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen kleinen Einblick bekommen und wenn ich schon Caverna erwähne, dann werde ich wahrscheinlich das auch im weiteren Video noch vorstellen, damit ihr jetzt hier einen Vergleich dann habt in dem Fall. Und wer jetzt Gloomhaven gehört hat und denkt, ja, mach doch auch mal ein Video dazu, ja, lasst mir Zeit. Ich habe es nicht eilig in dem Bereich, weil der ein oder andere jüngere Spieler, und ihr wisst ja, wer zu den jüngeren Spielern hier auf unserem Kanal dann auch zählt, der will irgendwann auch mitspielen, beziehungsweise das Ganze spielen. Und deswegen habe ich es auch nicht eilig, kommt ja auch noch eine Erweiterung zu Gloomhaven, also je nachdem, wann ihr das Video schaut. Übrigens auch zu Terraforming Mars, auch hier hängt es immer davon ab, wann ihr das Video schaut, gibt es ja noch weitere Erweiterungen, weitere Auflagen in dem Fall auch für die Spieleauslage. Mal schauen, was ich da euch in Zukunft präsentiere, da habe ich schon das ein oder andere in den Finger gehabt, war aber nie ganz zufrieden. Da wird sich einfach in Zukunft zeigen, zu was ich greifen werde und na, vielleicht stelle ich es euch dann auch in einem kurzen Video vor. Das waren alle wichtigen Infos in Kürze. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal gesehen. Der eine oder andere fragt sich, wo man das bekommt. Die haben natürlich einen Shop, wo man dann auch bestellen kann. Gerade wenn ihr auf der Spielemesse zum Beispiel in Essen seid, die haben auch da einen Stand, da habe ich vorbestellt, in dem Fall schon vorab bezahlt. Dann konnte man es gleich abholen auf der Messe. Das war auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, um das Porto zu sparen. Aber da habt ihr auf jeden Fall Möglichkeiten und notiert euch, je nachdem einfach, was für coole Spiele ihr habt, weil die haben wirklich sehr viel. Aber es gibt natürlich auch noch andere Firmen, wie gesagt, mal schauen, was ich da euch in Zukunft noch zeigen kann. Das waren alle wichtigen Infos. Ich sage tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.